fahre jetzt auch in eines der weltbesten Frauenteams. Und das macht mir auch schon ein bisschen Angst. Und es sind auch viele Gedanken von Zweifeln herum oder so ein bisschen Ängste von, ist das vielleicht alles zu viel? Bin ich wirklich gewappnet für den Schritt? Bin ich parat? Wir haben eigentlich einen Traumjob, aber trotzdem passieren auch so viele Sachen. Eben, man stürzt, man muss mega klar kommen mit Niederlagen, es läuft nicht alles nach Plan. Man sieht auch die Familie und die Freunde, muss man sehr eigentlich an zweiter Stelle setzen. Man hat das soziale Leben nicht so wie normale andere Leute. Man muss auf vieles verzichten. Aber es ist schon eine sehr grosse Freude natürlich da, jetzt, dass ich in diesem Team fahre. Früher war es einfach, ich stehe auf, ich trainiere, ich gehe arbeiten, komme heim, gehe wieder trainieren, gehe schlafen. Und jetzt habe ich so einen Aura-Ring, der tut meinen Schlaf aufzeichnen. Und dann analysiere ich zuerst mal meinen Schlaf ein bisschen analysieren und muss das dann auch in meinen Trainingspeaks-Account eintragen. Und mit dem meine Trainerin und das Team Bescheid weiss, wie es mir geht. Und ja, das ist eigentlich für mich so eine gute Reflexionsarbeit auch. Dann frage ich mich wirklich, okay, wie geht es mir heute, wie fühle ich mich? Und kann mich so selber reflektieren und ja, ein bisschen meinen Tag planen und meinen Tag vielleicht auch anpassen, je nachdem, wie ich mich fühle und wie ich geschlafen habe. Und wir haben auch immer einmal pro Woche ein Gespräch mit meiner Trainerin und dann besprechen wir all die Trainings, was kommt und was war. Wenn es mir jetzt schlecht geht, wenn ich mich wirklich schlecht fühle, am Morgen schon und das Gefühl habe, ich fühle vielleicht krank oder so, dann kann ich das Training jederzeit anpassen und meiner Trainerin schreiben oder anrufen und dann wird das individuell angepasst. Je nachdem, auch nach dem Rennen wird oft auch gesagt, wir planen es jetzt noch nicht, planen, sondern wir schauen, wie du dich fühlst. Wenn du dich gut fühlst, dann kannst du das Training machen. Wenn du dich noch mega müde fühlst, dann machen wir noch mal einen Ruhetag. Früher war es gar nie die Frage, wie geht es mir, sondern einfach, das ist das Training und ich mache das jetzt, egal wie ich mich fühle. Ich wollte nie Training auslassen. Ich glaube, jetzt so, in diesem Team habe ich wirklich gelernt, dass es geht um mich und es geht darum, wie ich mich fühle. Man sagt ja Qualität vor Quantität, aber es stimmt wirklich, weil es bringt nichts, einfach irgendetwas durchzustieren, wenn es da schlecht geht. Und ja, das ist etwas, was ich sehr gelernt habe. Du hast nur den einen Körper und ja, wenn du nicht Sorge hast, dann geht es früher oder später, wirst du es merken. Und du wirst einbüssen für das. Ich bin so ein bisschen aufgewachsen im Radsport immer mit dem Denken, ja, so ein bisschen, je weniger essen, desto besser. Und habe auch während dem Training zum Beispiel eigentlich nie gegessen oder einfach viel zu wenig. Ich habe so 4 Stunden trainiert mit einem Riegel und ich habe nur Wasser mitgenommen. Ich wollte nie Coffee-Stops machen. Ich hatte das Gefühl, wenn ich gehe trainieren, damit ich verbrenne. Und ich habe das Gefühl, wenn ich verbrenne, dann werde ich besser. Oder ich habe das Gefühl, ich muss immer in mir leichter werden, Kalorien verbrennen. Ja, und wenn ich esse, dann steuere ich dem ja gegen. Also dann mache ich eigentlich das Gegenteil. Ja, und jetzt so hat sich das wirklich komplett geändert. Jetzt mit dem neuen Team habe ich einen genauen Ernährungsplan. Wir haben eine App, die anhand von unserem Training berechnet, wie viel wir essen an diesem Tag. Und das ist schon wirklich viel, viel mehr, als ich mich gewöhnt bin zum Essen. Und vor allem auch während dem Training. Also das ist etwas, was sich komplett geändert hat. Ich sollte jetzt im Training 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde essen. Und das ist so ein Bido mit isotonischem Pulver drin, plus noch ein Gel oder Riegel pro Stunde. Und im Rennen ist es dann 90 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde. Und das ist wirklich ein riesen Unterschied, den ich auch merke im Training, wenn ich mich richtig verpflege, dann habe ich auch richtig Energie und ich kann 4 Stunden fahren und ich komme nicht heim und bin völlig leer oder müde, sondern ich komme heim und fühle mich eigentlich noch recht gut. Und ich habe gelernt, es gibt keine schlechten Lebensmittel. Die Frage ist einfach, wann dass du sie nimmst. Oder du darfst einmal Kuchen essen, zum Beispiel während dem Training oder auch gerade nach dem Training ist ein guter Zeitpunkt dafür oder auch vorher. Aber vielleicht dann nicht unbedingt am Ruhetag.
wenn ich unterwegs bin, dann probiere ich mir auch bewusst so ein paar Tage zu nehmen, wo ich wie das Foodcoach-App nicht benutze oder wo ich auch wieder einfach nach Gefühl esse. Weil ich finde, das ist manchmal auch ein Risiko, dass du zu fest dich auf die Wert und alles fixierst und los ist gar nicht mehr wichtig auf deinen Körper, ja, habe ich jetzt noch Hunger oder nicht oder esse ich jetzt einfach damit ich gegessen habe. Oder das hat dann auch wieder für mich mit mentaler Erholung zu tun. Wenn ich zum Beispiel mit den Kolleginnen gehe zu Nacht essen, dann ist klar, dann esse ich einfach das, wo ich Lust habe und wo ich für gut finde. Und ja, dann finde ich es auch wichtig, dass du Lockerheit hast, zum Ausnahmen zu machen. Ja, der Kopf ist sehr das Gleiche wie der Körper. Er braucht Erholung, so wie der Körper auch. Ich habe gemerkt, ja, wie wichtig das ist, dass ich auch mental erholt bin. Das heisst, dass ich nicht einfach den ganzen Tag am Velofahren studiere. Als Profisportler hast du halt nicht deine Arbeitszeiten 8 bis 5. Du bist wie 24/7 Radprofi. All meine Aktivitäten, die ich mache, nebst dem Training, haben immer einen Zusammenhang mit meinem Training. Also ich habe einfach immer das Gefühl, ja, beeinflusst das mein Training, werde ich dadurch besser oder schlechter. Und das ist auch ein permanenter Druck eigentlich in deinem Kopf. Und darum ist es schwierig, dort wirklich einmal abzuschalten. Weil, ja, ich glaube, ich denke eigentlich immer permanent an Radsport. Und das braucht auch sehr viel Energie natürlich. Und jetzt ja, habe ich gelernt, dass es mir viel besser tut, wenn ich auch wirklich mal bewusst Zeit nehme, wo ich nicht an Radsport denke, wo ich etwas ganz anderes mache. Ja, mal mit Freundinnen gehen, Kuchen essen, gehen Kaffee trinken oder einfach zu Nacht essen zusammen in der Stadt. Und einfach mal etwas ganz anderes denken als Velofahren. Und das gibt mir dann auch wieder mega viel neue Energie und Motivation. Weil ich merke ja, je mehr ich am Radsport umstudiere, ja, desto weniger Lockerheit habe ich dann auch fürs Rennen. Also, ich habe so die Erfahrung gemacht, je locker ich kann an ein Rennen gehen, desto besser fahre ich. Wenn ich einfach mit Freude an den Start gehen kann, locker und eigentlich ohne Druck, dann fahre ich eigentlich am besten. Der Switch machen zwischen ich bin jetzt voll fokussiert zu ich bin sehr locker, das ist etwas, was du im Alltag auch sehr gut lernen kannst. Also eben, du gehst aufs Velo und dann sagst du, okay, ich habe jetzt meine 3 Stunden, jetzt fokussiere ich mich auf mein Training, mache das Beste, was ich kann. Und dann kommst du zurück und dann ja, gönnst du dir eine gute Erholung, Essen und du musst wieder nicht an das denken. Und das hilft nachher auch am Renntag. Du bist am Start, du hast deine Ziele und du weißt, was du machen musst, weißt, was du kannst. Und trotzdem probierst du so, ja, in einer Lockerheit jetzt zu kommen. Es ist eine schwierige so eine Gratwanderung, weil du willst auch nicht zu locker sein und sagen, oh, ich gehe jetzt einfach an den Start und schaue mal, wie es rauskommt. Sondern du musst wissen, was du willst. Und ich tue oft mich wirklich ein paar Tage vor dem Rennen gut vorbereiten. Also ich studiere den Parkour, ich schreibe mir auf, was ich wann muss machen, was meine Ziele sind. Und dann gibt mir das eigentlich ja, sehr viel Sicherheit und auch die Möglichkeit, dass ich auch locker an den Start, weil dann weiss ich, hey, ich habe auch meine Trainings gemacht, ich bin gut darauf vorbereitet. Also ich glaube, es ist eine sehr fokussierte Vorbereitung, dass du dann ja, locker kannst an den Start. Für mich was ein grosses Ziel ist diese Saison ist Tour de Suisse. Glaub, das, ja, als Schweizer Fahrerin ist das ein riesen Highlight. Und ja, für mich ein grosses Ziel wäre, wenn ich könnte Top 10 fahren in einer Etappe. Und was für mich ein grosses Ziel ist die U23 Europameisterschaft dieses Jahr. Dort ja, wäre ich sehr happy, wenn ich könnte aufs Podest fahren könnte. Und genauso bei der Schweizer Meisterschaft. Ja, mein Ziel natürlich, dort den Schweizer Meistertitel zu holen.